Der Mega-McDonalds-Geist wurde besiegt und die gelbe Kette hat sich gelöst. Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Minecraft Wildnis 2. Ja, heute geht's weiter. Genau, heute, ja, machen wir mal weiter mit den Quests. Und ja, außerdem zeige ich euch auch noch, ne, was ich noch so gemacht habe hier weiter, ne, in meinem Gebiet. Und vielleicht auch noch im Anfangsdorf. Nämlich, ja Leute, ich habe nämlich im Anfangsdorf was gebaut, was wir halt auch natürlich als Quest machen mussten. Nämlich, ja Leute, Quest 12. Baue einen Hotdog-Stand, ne? Und genau diesen Hotdog-Stand habe ich jetzt eigentlich fertig gemacht, ne? Und dann, den werde ich euch dann jetzt auch gleich noch zeigen. Aber erstmal möchte ich euch auch noch, ne, die Neuerungen hier in meinem Gebiet zeigen, weil da oben sieht man ja schon etwas, ne? Da hat sich etwas verändert, ne? Aber auch hier hinten, nämlich habe ich hier hinten angefangen, paar so kleine, also schon mal so einzugrenzen, ne? Wo kleine Farmen sein werden, für, also nicht Farmen, sondern Ställe für die Tiere sein werden. Und diese Ställe werden wir, glaube ich, heute auch noch hochziehen, ne, und einfach so ein Dach drüber machen, ne, ganz normale Tierstelle. Damit werden wir uns heute wahrscheinlich auch noch beschäftigen. Wenn nicht, dann mache ich das auch noch offscreen fertig, ne. Aber Leute, in unserem Haus, da hat sich, glaube ich, auch noch was geändert, auf jeden Fall vor unserem Haus, was ich, glaube ich, noch nicht gezeigt habe. Nämlich, ja, habe ich jetzt hier ein bisschen was verändert, ne. Ich habe jetzt hier so ein kleines Podest gemacht, oder wie man das nennt. Auf jeden Fall das so, so eine Stütze und so, dass es hier ein bisschen weiter rausgeht, damit man mehr Fläche hat zum Bewegen und so. Und ja, hier habe ich jetzt überlegt, vielleicht mache ich irgendwelche so Wasser, von dort oben nach unten fließt irgendwie. Ich habe mir so überlegt, soll ich das irgendwie machen? Jetzt habe ich das irgendwie so gemacht. Aber ich glaube, ich werde es noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen verändern. Vor allem hier noch ein bisschen was machen. Ich möchte, dass mein Haus mehr so wie ein Tempel aussieht irgendwie. Aber ich muss dafür jetzt halt echt sehr viel verändern. Vor allem, da schweben irgendwie Blätter herum. Aber ich glaube, ich habe hier noch nicht alles gezeigt. Auf jeden Fall hier ist natürlich unser Zauberraum, ne. Ich mache hier wahrscheinlich auch noch irgendwann mal einen Raum rein oder so. Und halt unser Kistenlager natürlich, ne. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze gezeigt habe, ne. Ich weiß jetzt gar nicht, ne. Auf jeden Fall, ja, hier ist auf jeden Fall unsere Kistenlage mit den verschiedenen Sachen. Hier sogar noch random Stuff innen drin, ne. Die ganzen verschiedenen Stuff. Genau so, ja, an sich, das waren eigentlich die Neuerungen, in unserem, also in meinem Gebiet. Und ja, jetzt würde ich dann sagen, gehen wir einfach mal, zum Dorf, ne, also zum Spawn sozusagen, ne. Und ja, schauen uns mal die 12. Quest an. Ich habe, ja, Leute, nämlich den, Hotdog-Stand, hingebaut, ne. Und den zeige ich euch natürlich jetzt schnell und dann holen wir auch natürlich direkt die Belohnung ab, ne, von der 12. Quest. Genau, das ist Lukes Dönerstand, dann war hier Logurkes Schnitzelstand und jetzt kommt hier mein Hotdogstand, ne. Genau, ich habe außerdem noch vor, jetzt hier, ich möchte nämlich hier noch ein NPC hin platzieren, genauso wie es Logurke hier gemacht hat, ne. Und ja, ihr werdet dann nächste Folge sehen, wer genau es sein wird. Ich weiß schon, wen ich machen werde. ja, und ihr werdet dann auf jeden Fall nächste Folge sehen, wer es sein wird und so, ne. Also ihr könnt darauf echt sehr gespannt sein. Einfach ein geiler Charakter wird kommen, Leute. Oh Mann. Ja, sind hier noch natürlich noch die Bauteile, ne. Was ich halt noch verwendet habe, muss ich noch wegmachen, kein Bock aber jetzt, ne. Genau, hab noch ein bisschen Büsche gemacht, so eine Pflanze im Topf. Halt hier genau, ein Hotdog kostet 5 Euro, mit Käse oder Senf 50 Cent extra und Getränke kosten jeweils 2,50 Euro, sowas wie Cola, Fanta, Sprite oder sowas. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Wie gesagt, der NPC kommt dann bald noch, ne, ich mache noch bald einen NPC hin. Ja, nächste Folge werdet ihr dann sehen, wen ich dann hingemacht habe, ne, genau. Aber jetzt, Leute, können wir dann auf jeden Fall schon mal die 12. Quest abholen, nämlich baue einen Hotdog-Stand, ne, haben wir jetzt gemacht. Und deshalb, ja, können wir uns jetzt Quest 12 abholen, ne, und schauen mal, was da drin ist. Ich bin mal sehr gespannt. Oh, ein OP-Goldapfel und 10 Taubinen. Wir haben jetzt 19 Taubinen. Okay. Wir gucken mal im Shop nach, vielleicht können wir uns jetzt sogar was holen. Oder wir sparen für die zweite Schalkerkiste. Marcel Davis, du chillst hier immer noch, das gefällt mir sehr gut. Neta Stern, warte, für ein Beacon, ne? Oh, okay. Schalkerkisten natürlich, klar. Name Tags. Wir können es dann sogar. Okay, das ist jetzt hier gerade irgendwie ein bisschen verändert, hat sich das hier ein bisschen. Es müssen halt hier eigentlich überall 8 sein, ja genau. Jeweils 8. Das heißt, man bezahlt 2 Taubinen und kann sich 8 Namensschilder rausholen. Das ist eigentlich voll günstig. Ich würde sagen, wir kaufen es einfach mal direkt. Ich meine, ich will schon mal Tiere oder so benennen. 8 Stück. Wie viele Taubinen? 2 Stück, okay. Machen wir 2 Taubinen rein. 1, 2, so, zack, zack. Jetzt sind die weg, genau.
Jetzt haben wir 8 Namensschilder. Echt geil. Lightblocks, 10 Taubinen. Bannermuster gibt's ja auch noch und Totems, ne? Klar. Okay, okay. Also immerhin, das war's da jetzt erstmal, ne? Immerhin haben wir schon mal Nametags gekauft. Genau, Leute, und als nächstes möchte ich, ja, mich um die 13. Quest kümmern, nämlich töte 15 Piglins. Genau, das heißt, wir müssen jetzt wieder in den Nether. Und ja, Leute, ich habe immer noch kein Nether-Portal. So, stimmt, ich glaube, in Lulgurkes Nether, da ist sowieso, glaube ich, eine bessere Chance, auf diese Piglins zu treffen. Die haben mich ja immer abgeschlachtet, ne? Diese Piglins, ich muss mal kurz nachschauen, ne? Was das für Mobs überhaupt sind. Ah, okay. Das sind diese, Goldschweine. Die immer diese Goldbarren und so, nehmen und so. Und halt Goldschwerter in der Hand haben. Ja, genau ihr. Genau ihr. Ne? Okay, warte. Hier sind schon 2 Stück auf jeden Fall. 1. Nein! Ja, geil, Bruder. Einen haben wir aber schon mal getötet, ne? Okay, Leute, hier sind wir jetzt vorhin gestorben, ne? Also wir haben auf jeden Fall geschafft, einen zu töten. Und wir müssen 15 töten. 15 Stück müssen wir töten. Einen haben wir jetzt schon gekillt. Ja, jetzt müssen wir natürlich weiterschauen. Da unten sind, glaube ich, noch welche, ne? Also ich würde sagen, ich springe jetzt, glaube ich, hier runter. Mit Schild! Ah! Okay, gut. Kommt mal bitte heran. Das ist doch kein Piglin. Doch, nee, doch, doch, doch. Nein, nicht sterben. Das ist auch ein Piglin. Der sieht genauso aus. 2 und Nummer 3. So, 3 Stück haben wir jetzt schon mal, ne? Genau, jetzt brauchen wir natürlich noch 12. Ah, okay, da hinten ist noch die nächste Horde, ne? Also es hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert, bis ich ein paar wieder gefunden habe. Aber da hinten sind jetzt sehr viele sogar. Ah! Hilfe! Oh, oh, oh! Oh, Nummer 4 haben wir. Wir haben die Nummer 4 getötet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Oh Gott. Nummer 5 haben wir, Nummer 6 haben wir. Ja gut, okay, Leute. Wow, Bruder, what the fuck. Okay, Leute, wir haben jetzt 6 getötet. Uns fehlt jetzt noch 9. Also, Nummer 7, Nummer 8 und Nummer 9. Okay, jetzt fehlen noch 6, ne? Aber Leute, wow, ich bin jetzt echt schon das dritte Mal jetzt hier drin, ne? Also... Die sind schon echt stark. Ich habe echt noch... Ah, also ich habe den Helm jetzt auch noch ausgezogen, weil der ist echt schon fast am Arsch. Der ist noch nicht verzaubert und so. Ich muss noch Level 30 werden. Und deshalb nutze ich natürlich jetzt auch noch die Chance, ein bisschen Netherquarz und so abzubauen und sowas. Aber ja, trotzdem, ne? Ich habe halt noch das alles mit Reparatur und das wird natürlich dann auch noch alles repariert. Und deshalb level ich halt auch noch natürlich noch kaum, ne? Und wenn ich natürlich die Rüstung jetzt auch ausziehe, dann, ja, sterbe ich sowieso. Wow. Okay, und die nächsten 2, ne? Nummer 10 und Nummer 11. So, und die Nummer 12, ne? Also ich hoffe, Leute, ich hab mich nicht verzählt, ne? Ja, aber... Och, Mann, das gibt's doch nicht, ey! Nein, och, Mann. Leute, es dauert so lange, das gibt's nicht, ey. Okay, Leute, da hinten chillen schon die letzten 3, die wir natürlich auch brauchen. Also ja, muss ich natürlich jetzt noch drankommen. Und dann haben wir es geschafft, Leute, haben wir 15 Piglins getötet, ne? Und dann damit ist natürlich auch dann natürlich die Quest auch fertig. Nummer 13. Nummer 14. Komm her. So. Hä? Ja gut, egal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt doppelt eingetötet habe. Keine Ahnung. Noch ein. So, noch den letzten. Ja gut, jetzt ist hier natürlich wieder eine Masse. So, Nummer 15, Leute. Wir haben jetzt alle getötet, die wir natürlich jetzt brauchen. Und Leute, einfach nur zur Sicherheit töte ich jetzt einfach noch weitere, ne? Also, jetzt haben wir auf jeden Fall 15 getötet. Nur mal so zur Info. Okay, Leute, also, wir haben jetzt Quest 13 abgeschlossen, nämlich töte 15 Piglins. Und ja, genau, dann holen wir jetzt natürlich die Belohnung der Quest 13 ab. Nämlich, ja, schauen wir mal, was da drin ist. Nämlich, ah, okay, aber eine Spielevorlage, Netherite Upgrade, ne? Immerhin das. Und halt natürlich 2 Turbinen, ja, ein bisschen wenig, aber ja, gut. Kann natürlich auch mal ein bisschen weniger sein, ne? Aber gut, Leute, würde ich sagen, ja, Leute, das war's mit der Folge von Microfitness 2. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und ihr abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, ja, Leute, haut rein, dann ja, bye und bis zur nächsten Folge. Musik